Und nachdem gerade beim Film Geräusche dazu eingesetzt werden, um Emotionen zu erzeugen, bin ich hier in Berlin unterwegs zur Sound Company. Da ist ein Tonstudio. Da drin sitzt ein Geräuschemacher, der heute einen Film nachvertont. Da darf ich mitmachen. Und jetzt machen wir da weiter, wo die Geräusche dafür zuständig sind, dass ein flaches Bild mit Leben gefüllt wird, beim Surround Sound für Film und Fernsehen. Und das geschieht in einem Tonstudio, wie hier bei der Sound Company in Berlin. Hier treffe ich Thomas Bittmann, der an den Reglern sitzt. Und den Geräuschemacher Thorolf Bergeler, der seine ganze Kunst in ein paar kleinen Kisten mitgebracht hat. Das sieht aus wie eine Hausstandsauflösung irgendwie. Fotos, ja, alte Zigarettenschachteln. Ich habe früher meiner Frau alles in der Küche weggenommen. Die war sehr sauer. Später Geld verdient, da war sie nicht mehr so sauer. Ich habe viele Dinge da gefunden, die man halt verwerten kann. Sie hat halt wieder neue Sachen gekauft. Und man muss probieren, immer probieren. Ich weiß ja nicht so viel vom Geräusche machen, aber ich habe mal gesehen, dass wenn in der Filmszene jemand eine Kerze anzündet, das ist ja ein ganz normaler Vorgang, dass man da tatsächlich danach dieses Knistern, wenn der Docht Feuer fängt, noch mal extra nachmacht mit einem Papierchen, damit es schön Sound gibt. Warum geht man nicht mit dem Mikrofon an die Kerze? Das wird oft gewünscht. Haben Sie ein Lieblingsgeräusch? Ja. Oder ein Lieblingstrick? Lieblingsgeräusch eigentlich. Ja? So die Gondeln in Venedig, wenn die so angebunden sind und so langsam im Wasser plätschern. Weil das so schön meditativ und ruhig ist. Also für mich ist es beruhigend und romantisch schön. Das können Sie aber jetzt nicht mit dem Eimer Wasser da nachstellen, oder? Doch. Das ist tatsächlich Zufall. Das ist keine Fernsehrealität. Der Mann kann das tatsächlich. Dann nehme ich meine Pferdehufen. Ja? Die sind natürlich nicht nur fürs Wetter, sondern auch dafür. Super. Das ist der Urlaub, der kleine Urlaub für den Heimgebrauch, oder? Von Deutschlands Parks und Gärten zurück ins Tonstudio der Sound Company in Berlin. Wir kommen jetzt zum ganz großen Kino. Hier wird nämlich auch ein Spielfilm nachvertont in diesem Studio. Der soll in ein paar Monaten in die Kinos kommen. Er heißt Toilets, ist eine schwarze Komödie und spielt, wie der Name dezent andeutet, in diversen Toiletten. Wir zeigen Ihnen erstmal einen kleinen Ausschnitt. Hallo? Deine Goldmedaille. Ich habe dafür gelebt. Das wissen wir doch alle. Du bist die Beste der Welt. Wir müssen uns kühlen Kopf bewahren. Die Washlet G. Was ist das denn? Das ist quasi der Mercedes unter dem WC aufsetzen. Du musst meine Traumzeugin sein. Ich. Da! Bist du scheiß Nazi-Wichser oder was? Oh! Da! Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich möchte, dass Sie mir die Beichte abnehmen. Wie Sie sicher gemerkt haben, klingt das alles noch so ein bisschen seltsam und unfertig. Das liegt daran, dass der Ton schlicht und ergreifend noch nicht fertig ist. Und wir werden uns jetzt um die kurze Schlägerei-Szene kümmern und versuchen, die nachzuvertonen, wie man das normalerweise machen würde. Ich würde die Schläge mal probieren, also die reine Klopperei. Was brauche ich dafür jetzt? Also das ist den Lederlappen für die hellen Klatschgeräusche, okay. Ne? Backpfeifen oder am Arm so. Das war, der Kopf ist, oh Gott, ja, macht bei mir gar nichts. Genau, so? Ja, sehr gut. Ja? Naja, Mensch, brauche ich. Autoaggression nennt man das normalerweise. Kann ich nach Hause gehen? Studios, das war. So, und kann das hier. Schon nach Hause gehen, was mache ich damit? Nee. Ja, so. Ach nee, Bauch, ich hau da drauf. Bauch treten. Schlage ich also mich die, mit dem Ding selber. So. Ja, ja. So. Ja, ich habe manchmal blaue Flecken. Sehen Sie jetzt Asynchronität. Gut, dann fangen wir jetzt an mit der Schlagszene, ja? Dann gehe ich jetzt mit. Ja. Wird gleich aufgenommen. Willst du mal richtig Ärger, ja? Da! Bist du scheiß Nazi-Wichser oder was? Oh! Da! Was jetzt, Spacken? Okay, der Kopf war grauenhaft. Das war eigentlich der Kopf nicht war, ne, der Kopf war zwei Sekunden zu das spät. Das war nicht schlecht und das war auch schon relativ synchron. Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn es der Profi macht. Gerne alles gleichzeitig. Ja. Darf ich das mal anreichen? Machen wir das so. Willst du Ärger, hm? Willst du mal Ärger, ja? Willst du mal richtig Ärger, ja? Bist du scheiß Nazi-Wichser oder was? Oh! Was jetzt, Spacken? Wow, da steht gerade so ein bisschen der Mund offen. Der ist jetzt wirklich mal schwer gefallen. Das ist aber auch echt körperlich anstrengend. Ja, Gewicht, ja, es ist anstrengend. Sauber. Es geht auch auf die Knochen, die Schläge. Da merkt man abends schon, was man getan hat. Das glaube ich, ja.
Und wenn das jetzt dann im Kasten ist, ist es dann rum? Ist dann fertig? Nein, ganz und gar nicht. Weil dann muss es ja, wenn wir es jetzt alles einzeln normalerweise aufnehmen, muss es noch, auch nochmal bearbeitet werden, zurechtgezerrt oder geschnitten werden, dass es synchron ist. Dann die Atmosphäre, da könnte im Hintergrund eine S-Bahn fahren. Das spielt ja auf einer Toilette in einer S-Bahn oder einer U-Bahn und so weiter. Musik eventuell. Mhm. Und dann geht es alles in die Mischung, wenn das alles fertig bearbeitet ist und dann wird es zusammengemischt. Von den Schädlingen im Korn noch einmal zurück zur Sound Company nach Berlin. Weil es so schön war, haben der Herr Bergele und ich noch was vorbereitet. Sie sehen in Ihrem Kopf jetzt genau das, was am Ende der Sendung immer passiert. Nämlich, der Mann geht und er fährt davon. Nur, dass wir die Geräusche jetzt handfabrizieren. Wir laufen los. Jetzt sitze ich drin und jetzt kann ich das Auto nicht anlassen. Was machen wir jetzt? Nehmen wir einen Hubschrauber? Hubschrauber ist gut. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Flieg davon.